Ja, also wir haben April 24, 20. April 2024 und es geht jetzt hier um dieses Baby, also einen analogen Synthesizer von der Firma Roland. Der nannte sich Synth Plus 60 oder die ausführliche Bezeichnung nennt sich Programmable Polyphonic Synthesizer HS-60. Den gibt es auch ohne Lautsprecher. Da sind Lautsprecher dabei, die sind natürlich nicht ernst zu nehmen. Aber gut. Und ansonsten haben wir hier jede Menge schöne Regler zum Schrauben und zum was weiß ich noch alles. Und ich habe ihn schön geputzt und er wurde auch schon geserviced. Und meines Erachtens ist er ziemlich gut beieinander. Und ich führe jetzt gleich noch ein bisschen was vor. Ein paar Sounds. Ja, und der kann natürlich schön die großen, weiten, spacigen Klänge auch schön erzeugen. Wir gehen mal hier auf ein tiefes C. Und dann gehe ich mal hier auf den Frequency Regler. Natürlich darf nie der geile Chorus fehlen. Also das ist hier der Chorus 1 und der Chorus 2. Da geht es richtig spacig ab, ja. Ja, hallo, willkommen zu den Klängen vom HS60 Roland Synthesizer mit wahnsinnig viel schönen Knöpfen und unglaublich schönen Filtern und so weiter und so fort. Alles, was ihr jetzt hört hier auf diesem YouTube-Video, sind Klänge, die ich aus dem HS60 gewonnen habe, geschnitten, Mehrspur und so weiter und so fort. Das Einzige, was nicht vom HS60 stammt, das ist diese Vocoder-Funktion. Aber ansonsten der Rest ist alles Original Roland. HS60 ist ein sechsstimmiger Analog-Synthesizer mit 61 Tasten, MIDI und eingebauten Lautsprechern. Pro Stimme steht ein Oszillator, DCO, Hochpass, dynamisches Tiefpassfilter, dynamischer End- und eine Hüllkurve zur Verfügung. 128 Klangprogramme sind im HS60 speicherbar und lassen sich auch auf Tape auslagern und wieder einladen. Der HS60 besitzt MIDI-Anschlüsse und kann die Regler-Einstellungen als SysX-Daten versenden und empfangen, die kompatibel zu Juno 106 und Juno 106 sind. Der HS60 ist mit dem Juno 106 baugleich, hat jedoch eine etwas andere Farbgebung. Bis auf die eingebauten Lautsprecher sind Juno 106 und HS60 mit dem Juno 106 identisch. Vorgänger, Juno 60, 1985 bis 1986, 992 x 130 x 340 mm, 15 kg. Strich.
30W eingebautes Netzteil, Roland-Netzkabel.